Hallo zusammen, heute Video, das wurde gewünscht nach meinem ersten Video über meine PV-Anlage, jetzt das zweite. Es geht um eine 10 kW Peak-Anlage mit einem 6,5 kW Kilowattstunden LG Chem Reso Akku und ich wurde gebeten, mal so eine Monatsbilanz zu ziehen und da wollte ich euch einfach mal zeigen, wie sich das so über das Jahr darstellt. So, und da sind wir hier auch schon beim Jahresüberblick zum Jahr 2021. Wie ihr hier seht, sind das jetzt hier die ganzen Monate im Jahr 2021 im Überblick, hier die Gesamtbilanzdaten, aber das Interessante ist, man muss ein bisschen sich an die Darstellung gewöhnen, deswegen erstmal allgemein zu der Tabelle. Da oben ist immer der Verbrauch gekennzeichnet, grün ist, wie man hier sieht, der Direktverbrauch, orange die Batterieladung und rot der Netzbezug. Also man kann sich hier immer merken, oben rot ist immer böse, ist Netzbezug, muss man Strom kaufen. Unten ist es eigentlich, ja, das Grüne ist immer das Gute, Direktverbrauch, orange ist die Batterieladung. Im Gegensatz da oben ist es orange die Batterieentladung und unten ist halt immer die Netzeinspeisung in gelb. Netzeinspeisung heißt immer kein Verbraucher im Haus und Akku ist voll, also muss ins Netz eingespeist werden. Was man hier auch gleich sieht, die Monate Januar, November, Dezember sind ganz schlecht, was die Netzeinspeisung angeht. Das heißt, der Akku wird kaum voll. Und in den Sommermonaten im Gegenteil hat man viel zu viel PV-Leistung, kann sie nicht selbst verbrauchen und muss dann Netz einspeisen. Was auch nicht schlimm ist, aber tendenziell ist es immer besser, den Strom selbst zu verbrauchen. So, und dann gehen wir mal in die Monatsansicht. So, dann fangen wir mit dem Januar an. Also, der Januar sieht man ganz klassisch, wenig Sonneneinstrahlung, Sonne steht tief, man hat sehr viel Netzbezug, man hat Tage mit sehr wenig Erzeugung, das sind dann meistens Tage mit Schneefall, wo die Module mit Schnee bedeckt sind, dann sehen sie immer ganz schlecht aus. So, aber ich gehe jetzt erstmal durch die Monate und dann nochmal auf spezielle Tage ein. Dann im Februar sieht man, wird es schon deutlich besser. Hier ab Mitte Februar wird der Akku voll. Sieht man daran, dass ich immer Netzeinspeisung habe. Und es gibt dann Tage mit sehr viel Verbrauch. Da lief halt der Trockner, der Backofen lief lang. Da hat man halt dann einen hohen Verbrauch. Und das waren wieder hier Anfang Februar so Tage, wo halt Schnee auf dem Modul lag, deswegen diese wenige Erzeugung. Aber man sieht hier durchaus, man hat Netzbezug und ich kann den Strom nicht verbrauchen. Was ich dazu sagen muss, erst ab März 2021 hatte ich ein E-Fahrzeug, das wird man dann auch später noch am Verbrauch sehen. Dann gehen wir gleich mal in den März. Da gehen die Verbräuche schon hoch und man sieht hier, auch schon, also da hatte ich dann schon die ersten Tage mit, ich glaube, da hatte ich das Auto schon mit höheren Verbräuchen, aber auch hier sieht man, der Akku wird immer voll, aber man sieht auch im März immer noch rote kleine Bereiche an jedem Tag, das heißt, der Akku reicht mir nicht über Nacht. Diese 6,5 kW sind halt dann doch über Nacht im März noch zu wenig, die Nacht ist zu lang und da reicht die geladene Akkukapazität nicht aus. Dann gehen wir mal in den April, da sieht man dann, Ende April hat man schon die ersten Tage, wo der Akku nachts ausreicht. Also an diesen Tagen bräuchte ich keinen größeren Akku, ich habe Netzbezug, ich habe diese Batterieentladung und dieses Orange, das reicht mir dann über Nacht
um keinen Netzbezug zu haben. Und man sieht halt hier auch schon beim Monatsverbrauch von 569 Kilowatt sind es nur 44 Kilowattstunden Netzbezug. So, dann wird es nochmal besser. Im Mai kaum noch rote Stellen, die Nächte reichen aus mit dem Akku. Die Nächte werden kürzer und der Akku wird sowieso, es gibt bis auf den hier auf den 4. Mai, wurde er immer vollgeladen. Dann im Juni, ja, da ist es natürlich der beste Monat, ganz wenig Netzbezug, 8 Kilowatt nur noch und bei 586 Kilowatt Stunden Monatsverbrauch. Dann kommen wir in den Juli, hier sieht man diese roten Spitzen, da kommt dann das Elektroauto zum Tragen, wo halt wirklich, da war es irgendwie leer, da musste ich halt laden und ich zeige euch auch noch den Unterschied zwischen der Wallbox, die ich dann mittlerweile angeschafft hatte, und dem Laden über eine 220 Volt Steckdose. Da gehe ich dann nochmal im Näheren drauf ein. So, dann sind wir hier im August wieder. Diese Spitzen oben, das ist PKW-Laden. Und ansonsten reicht die Nacht in der Regel aus, um keinen Netzbezug haben zu müssen. Es gibt hier nur einen Tag, an dem wirklich der Akku nicht vollständig geladen werden konnte. Da muss es halt ein sehr bedeckter Tag gewesen sein. So, dann kommen wir schon in den September. Da wird es schon langsam eng mit der Nacht. Also da wäre dann ein großer Akku besser, dass er halt über die Nacht ausreicht. Und man sieht auch langsam, der Netzbezug wird geringer. Weil er halt gerade so damit zu tun hat, das System, dass der Akku geladen wird. Dann kommen wir schon in den Oktober. Da ist es dann schon, also Ende Oktober, überhaupt nicht mehr möglich, mit dem Akku über Nacht zu kommen. Aber man sieht, es gibt auch Tage, wo halt der Akku auch nicht richtig voll wird, weil einfach zu wenig Einstrahlung dann da ist. Dann kommen wir zum November, da sieht es dann ganz schlecht aus. Es gibt keine Nacht mehr, wo der Akku ausreicht. Aber es gibt auch kaum Tage, an denen der Akku voll geladen wird. Also da gibt es Tage, wo es gar keine Akkuentladung gibt. Da war dann einfach tagsüber so wenig Einstrahlung, dass der Strom gerade so für den Tagesverbrauch gereicht hat. Aber der Akku konnte nicht wirklich geladen werden. Im Dezember nochmal das gleiche Bild, da sieht es dann ganz schlecht aus, die Sonne steht zu tief, ich habe eine Ost-West-Anlage, was denke ich auch nicht optimal ist für diese Wintermonate, weil halt die Sonne so tief steht, dass es auf das Ost-West kaum noch Licht kommt. Jetzt wollte ich euch noch spezielle Tage zeigen und zwar gehen wir auf die Tagesansicht und zwar wollte ich jetzt mal eingehen auf den 23. 24. April. Hier kann man schön sehen, das ist so ein typischer Tag, wenn das eine runde Form hat, die Erzeugung, dass man einen sonnigen Tag hatte und man sieht halt hier die verschiedenen Verbraucher über den Tag weg. Das ist dann meistens Trockner, Spülmaschine, Waschmaschine, Backofen. Das sind die großen Verbraucher, die hier wirklich diese Peaks ergeben. So, dann kommen wir noch zum 24. Ja, da hat das schon so kleine Sägezähne, was heißt, naja, da ist mal eine Wolke drüber gegangen, aber man sieht hier ein längerer Verbraucher, das muss PKW-Laden gewesen sein und zwar bis 2,5 Kilowattstunden, das war dann der 220-Volt-Lader. Ja, dann wollte ich noch eingehen auf den 31. Mai. Das ist auch nochmal so ein Tag, wo man sieht, kaum Zacken, also es muss ein freier Himmel gewesen sein an diesem Tag. Und man sieht hier diesen konstant hohen Verbrauch. Das ist auch wieder typisch für das Ladegerät an der 220 Volt Steckdose. Die Peaks oben drüber sind wieder irgendwelche Verbraucher, die zusätzlich eingeschaltet wurden. Aber im Prinzip hat man hier ein Plateau, an dem man gut erkennen kann, da muss dieser 220 Volt Ladegerät für das E-Auto dran gewesen sein. So, dann wollte ich noch eingehen auf den
3.7. Am Samstag. Hier hat sich dann eine Änderung ergeben. Ich habe eine Wallbox angeschafft und habe mit OpenWB und einer Anbindung so eine Überschussladen möglich gemacht mit einer Software. Da wollte ich nochmal ein extra Video zu machen. Da sieht man, da sind dann die Ladeströme wesentlich höher für den PKW. Man sieht, dass er das nicht immer ganz optimal nachfährt, die Software, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Er entlädt hier nochmal kurzzeitig einen Akku, aber eigentlich funktioniert das so auch ganz gut mit dem Überschussladen. Ich habe am Ende immer noch einen vollen Akku und man sieht auch hier keinen roten Verbrauch am Ende der Nacht, also der Akku hat gereicht. Das nächste, was ich noch zeigen wollte, ist der vierte. Da sieht man dann halt deutlich weniger Einstrahlung. Hier muss es wirklich dicke Wolken da gewesen sein, kaum Erzeugung. Und trotzdem, die Nacht ist kurz genug, dass der Akku gereicht hat über Nacht. So, was wollte man noch zeigen? Das 7.7. Das ist auch wieder ein typisches Laden mit der Wallbox und Überschussladen. Das sieht man immer daran, dass dieser grüne Bereich relativ groß ist. Das ist der Direktverbrauch. Den sieht man hier unten, 23 Kilowattstunden direkt verbraucht, in das Auto reingeladen. Die Spitzen da, das sind dann immer zusätzliche Verbraucher, die noch dabei waren. So, dann wollte ich noch eingehen auf den 18.07. Auch wieder ein typischer Tag, ein schöner Tag, Sonnentag. Wir haben eine Spitzenleistung bis so 6 kW mit der 10 kW Peak-Anlage. Über Mittag, wenn er noch auf beide Seiten des Daches ein bisschen scheint und ansonsten flacht es halt ab. Auch hier wieder ganz klar, Akku hat über Nacht ausgereicht. So, dann wollten wir noch auf den 20.07. Ja, das ist so ein Tag mit auch relativ guter Sonneneinstrahlung. Ab Mittag war es dann gut und halt auch hier wieder ein paar Verbraucher, die sich zwischendurch eingeschaltet haben. Man sieht auch hier deutlich, was sich eventuell dringend ändern müsste. Ich habe noch einen Abluftrockner, der halt relativ viel Strom verbraucht. Das ist dann immer eigentlich der Trockner. 21. Ja, das ist wieder ein Überschussladen mit der Wallbox. Da sieht man, da geht der Verbrauch über Stunden auf über 5 kW. Und da konnte ich somit einen Überschussladen an meinem Elektroauto gewährleisten. Und da sieht man auch, das funktioniert relativ gut. Er speist hier noch ein bisschen was nebenbei ein, aber das ist vertretbar. Für eine eigengebastelte Lösung mit einem Raspberry Pi, OpenWB und einer Wallbox, die halt remote steuerfähig ist. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Dann gucken wir nochmal auf Oktobertage. Da sieht man hier halt jetzt, gehen wir mal einen Tag zurück. Ja, da wurde halt abends nochmal irgendwie ein Verbraucher angemacht. Wahrscheinlich Herd, Backofen. Und dann ist halt kurz nach Mitternacht dann auch der Akku leer und dann muss der Rest der Nacht mit Netzbezug gearbeitet werden. Hier sieht man mal eine typische Nacht, da hält es halt noch bis ja, so gegen 3 Uhr, dann ist auch hier der Akku leer und es ist ein Netzbezug, der ist aber vertretbar mit 2 kW an dem Tag. Das ist dann halt Oktober und vielleicht nur mal ein Beispiel, ganz spät November. Da sieht man halt, da kommt einfach zu wenig Leistung vom Dach. Da wurde, denke ich, auch nochmal, ja, das ist dann Wallbox, volle Kanne laden. Da macht Überschussladen keinen Sinn mehr, da ich sowieso zu wenig Erzeugung habe. Und wenn ich dann mal einen PKW lade, dann nehme ich halt die volle Leistung, die die Wallbox hergibt. Das ist eine 10 kW typischerweise. Hier ein bisschen weniger, kann er machen. Weiß ich jetzt nicht, warum er es nicht ganz ausgenutzt hat, aber im Prinzip ist das dann die volle Leistung, die die Wallbox liefern kann. Im Winter macht es keinen Sinn, das Überschussladen, wie gesagt, da der Ertrag sowieso zu gering ist.
Ja, das war meine Übersicht über meine Verbräuche in 2021. Ein bisschen im Detail. Ich bin sehr schnell drüber weggegangen. Man muss sich vielleicht manche Passagen zweimal anschauen, um das zu verstehen. Man muss sich ein bisschen einlesen in die Farben hier und was das bedeutet. Aber ich glaube schon, dann kann man es verstehen und hat einen ganz guten Überblick, wie sich Verbrauch und Erzeugung so übers Jahr entwickeln, auch gerade hier im Hinblick auf Akkunutzung. Das war's für heute. Danke und tschüss.